Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist bei mir die Glossybox eingetroffen und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im April hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt jetzt ab diesem Video eine kleine Änderung bei den Glossybox Unboxings, denn ich bekomme ab jetzt die Glossybox in PR zugeschickt. Das heißt, ich habe eine Glossybox, die ich so ganz regulär im Abo habe und eine, die ich verlosen kann. Ich habe aber jetzt nur eine hier. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich noch eine PR-Box zugeschickt bekomme diesen Monat oder ob das erst ab Mai quasi losgeht, ab meinem Geburtstagsmonat. Das heißt, ja, in diesem Video gibt es auf jeden Fall eine Verlosung, weil PR-Unboxing. Ich weiß nur nicht, ob ich dann meine Abo-Box verlosen werde oder ob das meine Abo-Box ist oder ob es ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket ist. Das weiß ich noch nicht. So oder so. Es gibt eine glückliche Gewinnerin oder einen glücklichen Gewinner. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. So, die Glossybox ist die Abo-Box, die erste Abo-Box, die ich jemals im Abo hatte. Also quasi, womit ich in diesen ganzen Abo-Boxen-Himmel eingeführt worden bin. Und deswegen habe ich da immer eine ganz besondere Beziehung zu. Freue mich auch immer ganz besonders, wenn ich sie auspacken kann. Und ich habe wirklich ein innerliches kleines Fest gefeiert und jetzt hat sich gerade hier mein Dropskin aufgelöst. Entschuldigung, das zischte etwas. Als Glossybox mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob wir eine Kooperation zusammen machen wollen. Und das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ihr nicht da wärt, Leute. Deswegen von Herzen danke und deswegen mache ich auch super gerne die Verlosung. Einfach, um euch was zurückzugeben, um Danke zu sagen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drüber. Ja, sie kommt halt normalerweise in diesem Design, manchmal hat sie auch ein Special Design und ich würde sagen, wir schauen mal rein, das war ein Reim und die kostet ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat. Ich habe normalerweise ja das Jahresabo und zahle dann 12,50 Euro dafür. Du hast immer 5 verschiedene Beauty-Produkte hier drin aus dekorativer und pflegender Kosmetik und ich finde sie immer ziemlich cool, muss ich sagen. Also so von ihrer Aufmachung an sich her und dann gibt es ja auch noch die ganzen Special-Boxen. Leute, denkt dran, bald ist Muttertag und dann gibt es auch wieder die Muttertagsedition. Ich bin gespannt, ob im Heftchen vielleicht noch ein bisschen was dazu drin steht. Ich habe aber auch schon von euch per Instagram so ein paar Sneak Peeks zugeschickt bekommen. Also wenn das alles drin ist, Leute, dann feiern wir aber alle eine große Party. Hier kommt ein Duft raus. Der ist so ein bisschen blumig-blattig, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, ob ich mich vielleicht von den frühlingshaften Farben von der Lady im Kleid ablenken lasse. Es ist hier die Woke Up in Spring Edition und ich finde, dass das Bild wunderschön aussieht. Oh mein Gott, ist das ein tolles Cover. Das ist schon geil. So, jetzt haben wir hier ein Seidenschleifchen, was ich einmal aufmache. Und das Seidenpapier, was mit einem Klebi zusammengehalten wird. Ich sehe auf den ersten Blick schon mal zwei dekorative Kosmetikprodukte und ein Pröbchen. Das fängt schon mal für mich gut an. Aber ich glaube, mit dem zweiten Blick, den ich hier reingeworfen habe, habe ich sogar noch ein drittes dekoratives Kosmetikprodukt gefunden. Alles, was an Schminke in Beautyboxen drin ist, wandert bei mir automatisch in mein Fullface Beautyboxen, was ich am Ende des Monats immer drehe. Ich freue mich da schon drauf. Und hier habe ich eine Foundation. Ich weiß noch nicht, ob die vielleicht ein bisschen dunkel ist. Von Sante Naturkosmetik 03 Softcare Foundation. Und ja, 03 wird mir vermutlich ein bisschen dunkel sein, aber ich werde dann diese Foundation mit einer zu hellen Foundation wahrscheinlich mischen, weil das ist die Farbe 03 Warm Meadow. Ich bin weder warm vom Unterton her, also ich bin eher ein kühler Ton, noch bin ich irgendwie eine 03. Krass. Okay. So, dann habe ich hier etwas drin. Achso, manche Produkte, die hier in der Box drin sind, sind regulär drin und manche, also quasi die jeder drin hat und so zwei Produkte, ungefähr zwei, drei Produkte variieren von Box zu Box. Schreib mir gerne, wenn du die Glossybox im Abo hast, welche Produkte bei dir drin waren. Das interessiert mich nämlich immer sehr. Steht zwar auch in diesem Heftchen drin, da können wir nachher nachschauen. Wir gucken mal. Also von Bahia hatten wir schon mal was drin. Moana Fleur de Tiare. Das ist ein Body Scrub mit Seesalz, mit Meersalz und mit Buriti-Öl. Das ist ja cool. Ja gut, von der Menge her, ne? Zwei Anwendungen, dann sind die, weiß nicht, 75 Milliliter, 76 Gramm. Safe weg, also es geht sehr schnell. Mache ich jetzt nicht auf, nee, weil ich habe noch eins offen und das ist sehr groß und danach mache ich das ja dann auf. Sieht sehr hübsch aus. Also hat schon was Frühlingshaftes, ne? Und ich weiß gar nicht, was diese, ist das
Baia? Nein, Buriti? Nein, was sind das? Diese dunklen Punkte, die da drin sind. Das sieht nämlich ein bisschen aus wie so grober Senf oder wie so eine Grillsoße. Finde ich schon witzig. Aber ich will jetzt kurz. Jetzt bin ich schon voll durch den Wind hier. Also, die haben mir nämlich immer drin stehen, was sich die Boxenpacker beim Boxenpacken gedacht haben. Natürlich denke ich bei dieser Spring Edition so frühlingshafte Düfte, frühlingshafte Töne bei dekorativer Kosmetik, ein schöner frischer Blush oder keine Ahnung. Letztes Mal hatten wir eine Lidschattenpalette drin, das wird jetzt nicht wieder drin sein. Mach dich bereit für den Frühling mit der Woke Up in Spring Edition. Hast du schon einmal bewusst deine Gedanken direkt nach dem Aufwachen beobachtet? Oft bestimmen sie deinen ganzen Tagesablauf. Deshalb nimm dir als Ziel doch mal vor, gleich morgens an etwas Schönes und Positives zu denken, damit der Tag voller Freude und guter Laune beginnt. Was dir auch dabei hilft, ist unsere Walk-Up in Spring Edition. Ich mache das tatsächlich eher abends, dass ich mein Dankbarkeitstagebuch damit drei Dinge beschreibe. Also da schreibe ich drei Dinge rein, für die ich an dem Tag dankbar war. Damit dein Gesicht und dein Body so richtig wach werden, haben wir passende Essentials in die Box gepackt. Für frühlingshaft frischen Teint sorgt. Oh Mann, nein! Hol dir dein. Hol. Ich. Entschuldigung, ich möchte nicht gespoilert werden, das ist immer ein kleiner Spleen von mir, obwohl ich in 5 Minuten eh weiß, was drin ist. Okay. Hol dir neue Look-Ideen für deinen Frühlingsalltag, auch in unserem Online-Magazin und auf Instagram, Facebook, Pinterest-Profilen von Glossybox, okay? Aber vergiss dabei nicht, dir ebenso frische Eindrücke von draußen zu holen, um dich von der erwachenden Natur, all den zarten Blütenfarben sowie unwiderstehlichen Düften inspirieren zu lassen. Brich aus deiner gewohnten Routine aus, sei experimentierfreudig und offen, denn der Frühling, neue Impulse und gute Laune stehen schließlich jedem gut. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Das ist nett, ne? Also muss ich wirklich sagen. Hat mir. Also, so als Teaser, als Einstiegstermin, hat uns das gut gefallen. Wir waren eben auch in der Natur, sind spazieren gegangen und ja, ich lasse mich da sehr von inspirieren. Aktuell ist noch ziemlich mieses Wetter, es regnet noch. Wir haben auch heute den 11.04., aber nächste Woche, also ab morgen, soll es wieder schön werden. Und da es jetzt die letzten Tage so viel geregnet hat, hat die Natur jetzt diese ganze Feuchtigkeit aufgesogen. Und wenn dann die ersten Sonnenstrahlen so ein bisschen Wärme kommen, das wird hier abgehen wie ein Zäpfchen. Da wird alles blühen und grün werden. Also von daher. Passt das jetzt auch, ne? Also, nee, klar, natürlich passt das eine frühlingshafte Box, denn wir haben Frühling, Claudia. Okay, dann habe ich hier etwas drin. Das ist von Elikia Beauty Illumateur Natural Vegan und Eco-Friendly 15 ml. Das ist ein flüssiger Blushleiter, würde ich jetzt mal dazu sagen, ne? Sieht hübsch aus, ist in so einer Pipette. Sehr flüssig, okay. Den gucken wir mal auf dem Handrücken an, warum eigentlich nicht, ne? Kommt auf jeden Fall auch in das Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Ja, sowas ist natürlich, wenn du es so drauf machst und dann runterziehst als Swatch, sehr intensiv, aber wir werden es ja verblenden. Super flüssig, sehr, sehr flüssig. Okay, das ist wie Wasser, da habe ich jetzt so keine Glitzerpigmente oder so drin, oder? Vielleicht dann doch eher, vielleicht sogar Full-Face drunter. Riecht nach nichts, interessant. Klebt nicht. Am Finger geht das ab, ne? Da hat sich das so ein bisschen angetrocknet festgesetzt, aber auf der Haut nicht. Interessant. Also das, ja, jetzt sehe ich aber auch schon so ein paar Sparkles, aber auch nur minimal, ne? Ja, das muss ausgetestet werden. Wie gesagt, Full-Face-Beauty-Boxen, da kommt das mit rein. Und da gucken wir uns das intensiver an. Und hier habe ich was Schwarzes und zwar von K, ein Concealer. Geil. Kim, Ariana und Brielle sind wohl die Gründerinnen oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls stehen die Namen da drauf. Würde ich jetzt mal so denken. Und ich habe hoffentlich eine helle Farbe. 001, okay, heller geht es dann wohl nicht. Das ist positiv, denn ich brauche immer die hellste Farbe. Ja, fühlt sich sehr plastikmäßig leicht an. Mal gucken, kann man ja auswatchen. Mini kleiner Füßchen-Applikator. Riecht einfach nur, riecht frisch. Riecht sehr frisch. Tatsächlich sogar angenehm. Okay, den swatche ich hier neben. Kommt relativ trocken rüber. Da bin ich echt gespannt, ob das auf meiner Haut so funktionieren wird. Habe ich da mal hingepanscht. Professionell und so. Aber ich glaube, wir könnten Freunde werden. Sehr, sehr leichte Deckkraft. Sehr leichte Deckkraft. Aber schön. Doch. Der wird ausprobiert. Das ist cool. So, wieder zurück in die Verpackung und dahin. So, als nächstes haben wir noch ein dekoratives Kosmetikprodukt. Schön. Die Farbe habe ich noch gar nicht. Ich habe die Farbe 020, nämlich von den Catrice Ultimate Stay Water Fresh Lip Tints. Irgendwas mit S ist das von der Farbbezeichnung. Und hier habe ich die Farbe 030 Never Let You Down.
Oh Mann, ist das eine schöne Farbbezeichnung. Stay on Over ist glaube ich, die 20 oder so, weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, gestern noch aufgetragen, deswegen kommt mir das gerade so in den Kopf. So, das ist wirklich, muss ich ja gleich sehr intensiv abschminken, Leute. Denn das wird anziehen und das zieht in die Lippen ein und das hinterlässt so einen richtig tollen Lip-Tint. Klasse. Richtig klasse. Also das passt jetzt auch zum Frühling, weil es eine schöne frühlingshafte Farbe ist. Normalerweise haben wir in den Glossy-Boxen eher so sehr hochpreisige dekorative Kosmetik drin. Ich persönlich finde es cool, dass da auch mal Catrice drin vertreten ist. Ich glaube, hatten wir nicht sogar schon mal eine Catrice Lidschattenpalette drin oder so? Egal. Okay, dann habe ich hier noch etwas drin. Das dürfte dann das fünfte Produkt sein. Lavera Naturkosmetik Hydro Sensation Gesichtspflegespray. Ultraleichte Feuchtigkeitspflege mit Bioalge und natürlichen Hyaluronsäuren. Sowas finde ich eigentlich von der Idee her super, ne? Gerade wenn das jetzt auch. Noch ist es bei uns so, dass es eine sehr, sehr niedrige Luftfeuchtigkeit hat. Weil je kälter es draußen ist, desto niedriger ist auch die Luftfeuchtigkeit. Das ist ziemlich witzig. Im Winter hast du immer eine ganz, ganz trockene Luft. Und dann mag ich das ganz gerne, mir dann zwischendurch mal so ein Gesichtsspray reinzumachen. Ich habe hier auf dem Tisch ja auch meins von Essence stehen, ne? Das mache ich mir einfach mal so drüber, um mein Gesicht zu erfrischen. Und ja, als Setting Spray ist es, glaube ich, eher nicht ganz so geeignet. Vielleicht so als bevor du dich pflegst oder so. Wow, der Sprühstrahl ist ja mal intensiv. Aber wobei, ein bisschen weiter weghalten, dann geht das. Ich habe mich gerade echt erschrocken. Voll hier den Propfen drauf gemacht. Ich glaube, dass ich das auch einfach in mein Fullface Beauty Box mit reinpacken werde. Mal gucken, ob ich das so unter dem Make-up verwenden werde oder ob ich das dann als, wenn ich dann meine cremigen Texturen aufgetragen habe, ne, dann mache ich mir ja gerne so ein Refreshing-Spray drüber, damit alles sich ein bisschen settet, verbindet, wie auch immer. Doch, das nehme ich auch mit rein. Also, Leute, bis auf das Body Scrub nehme ich aus der Glossy Box alles mit rein. Das ist ein richtig positives Zeichen zum einen, dass ich Bock drauf habe, das zu verwenden. Und zum anderen ist es so, dass wenn ich. Sonst, wenn ich eine Glossy Box habe oder wenn ich eine Box generell habe, ne, dann ist es so, ja gut, drei Produkte davon gefallen mir meistens, die anderen so, weiß nicht. Hier ist es aber wirklich dieses Mal, Gott sei Dank, so, dass mir alles gefällt und das finde ich positiv. Kommt nicht so häufig vor, habe ich aber in letzter Zeit bei manchen Boxen immer mal wieder. Also hatte ich auch, glaube ich, bei der Beauty.at Box und noch ein paar andere Boxen, da bin ich mega steil drauf gegangen. Leute, das hat mir gut gefallen. Und wenn man bedenkt, man zahlt 12,50 € für die Produkte, ist es auf jeden Fall eine gute Kiste, ne? Ich weiß nicht, was man sonst noch hätte drin. Also jeder hat das Body Scrub drin, jeder hat diesen Blushleiter drin und jeder hat auch einen von den beiden Kajalstiften drin. Wow, ich bin froh, dass ich die 1 habe, denn die 2 wäre super dunkel. Die hätte ich dann wahrscheinlich zum Konturieren oder so zweckentfremdet oder als Bronzer. Man hätte ein Duschgel drin haben können von 4711, das Gesichtsspray, das habe ich jetzt drin. Man hätte drin haben können von Alverde Ampullen oder ein Gesichtsfluid. Man hätte drin haben können ein festes Shampoo von Garnier Wahre Schätze, den Lippenstift, den ich habe. Von Naobay hätte man eine Haarmaske drin haben können. Das finde ich auch cool. Muttmaski, wow, 49 €. Ein Serum-Infused Eye Mask-Produkt. Die habe ich aktuell in Anwendung. Und Leute, wenn ihr die drin habt, dann feiert eine Party, denn das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Geil. Also unten. Oh, wow. Die. Entschuldigung. Die Let the Sunshine Edition ist im Mai nämlich am Start und guckt euch mal an, wie geil die Box aussieht. Also das ist ja mein Geburtstagsmonat und deswegen ist es meine persönliche Geburtstagsbox, deswegen freut mich das und finde ich geil. Da haben wir aber safe irgendwas mit Lichtschutzfaktor drin, irgendwie Sonnenpflege oder so, ne? Und dann ist hier nochmal der Teaser. Hey Leute, wenn ihr möchtet, holt euch die Glossy Box Mandy, ist gerade auch verfügbar. Geil. 25 € für Glossybox-Kunden, 30 € für Nicht-Kunden. Höherer Produktwert, Leute, das ist ein gutes, kann ich empfehlen. Glossybox-Man ist eine gute Geschichte. Ihr Lieben, Mensch, ich laber. Aber es war toll, es hat mir Spaß gemacht. Und vielen Dank, Glossybox, für die zukünftige Kooperation. Ich freue mir einen Ast. Ja, ihr Lieben, und das war es jetzt auch von mir. Denkt an die Verlosung. Alles, was ihr dafür tun müsst, steht unten in der Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!